Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2 TDFFP, euer Ding am Start. In der letzten Folge haben wir es geschafft, diesen Asteroiden in dieses Mastportal reinzuzwiebeln. Und jetzt wollen fast alle unsere Crewmitglieder Hilfe von uns. Und wir sind dabei stehen geblieben, Jack zu finden. Und ich habe die Aldeas gefunden hier im Puff Piano. Jetzt quatschen wir mit der. Kompakte kleine Gruppe, die sie da haben. Und ein hübsches Schiff. Sie könnten reich werden, wenn sie auf Pirat umsatteln würden. Aber das würden sie nie tun. Genau. Sie sind mir ein Rätsel, Shepard. Wie auch immer. Ich muss mit ihnen über etwas reden. Ich höre. In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Kommen Sie zum Punkt. Ich arbeite für Sie und Sie arbeiten mit Cerberus zusammen. Ich habe ständig mit denen zu tun. Das macht mich irgendwann verrückt. Noch verrückter. Ihr Kumpel, der Unbekannte, hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder. Sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard. Nice. Gute Mission. Wir helfen der Schwester. Wir suchen den verschollenen Vater. Und wir eine detonierende fucking große Bombe. So lobe ich mir das. So lobe ich mir mein Team. So ist das richtig. So macht man das. So, Jungs. Keine Nachrichten für Sie, Kommandant. Gott sei Dank. Ach, schön. Pluto. Warte, das ist hier bei uns. Das ist bei uns. Kerle, Erde. Das ist unser System. Erde. Gibt's hier Codex? Kann ich hier nichts drauf machen? Wir haben ja nichts außer Wasser. Arme Säue. Warte mal, was ist denn hier? Was ist denn unser Mond? Warum ist der Mond nicht da? Ich bin traurig. What the? Was soll das denn? Die Venus? Your anus, oh Pluto. Oh, der ist so süß. Können wir ihn drehen? Pluto gibt's einfach nix. Der Vater hat es nicht hart ausgeschlagen. Oh, da. Sonde unterwegs. Hier. Ja, damit. Richtig viel Sachen abgegeiert. Nein, das war falsch. Okay, Leute, jetzt gehe jetzt wieder hier Fokus auf die Mission. Jetzt noch nicht, was wir machen. Drei Missionen zur Auswahl. Also, wir haben natürlich mehr, aber. Ich glaube, das machen wir zum Schluss, weil hier alles ist.
Tali rekrutieren machen wir auch später, wir brauchen die nicht. Entweder wir helfen Jake oder Jacob erstmal. Jacob ist hier oben. Rosettennebel. Dann begeben wir uns mal in den Rosettennebel. Ja. Und von dort aus gehen wir zu diesem. Wrack. Ich habe eine Anomalie geortet. Oh ja. Scannerergebnisse hoch. Heißt das, wir haben hier irgendwo. Krass, hier lassen wir erstmal eine Sonde hin. Kommen wir erstmal Sachen hierfür. Wäre echt krass gerade. Hier gibt's auch krass Stuff. Sonde gestartet. Sonde. Allgemeine Not. MSV Hugo Gunsbeck. Registrierungsnummer BW46100340870. Sonde unterwegs. Viel Stuff auf dem Planeten. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Haben wir das Signal jetzt gefunden? Ah, Tatsache. Lol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 . Ach, Leute. Oh, haben wir irgendwie mehr? Er kommt mit. Aber Jacob ist sowieso dabei, weil es seine Mission ist. Okay. Zwei Pünktchen. Sparen wir oder geben wir einen in den Betäubungsschuss? Wir sparen. Der hat zwei. Der kriegt hier einen rein. Jacob hat vier. Ist mir egal, wenn er will. Brandmunition, alles klar. Was hat Jacob für Waffen? Schrotflinten, ja. Okay. Entspannt. Oh. Wir befinden uns im sonnigen Afrika. Die Sonne glänzt auf unsere Glatze. So muss das. Das ist denn Wahrheit. Ich habe das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Da ist es. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die... Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher Neu... So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff. Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang.
Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Oh, creepy people, das erinnert mich an den Film. Oh, wie hieß der? Keine Ahnung, es ging irgendwie um Singularitäten und sowas und die Leute haben ein schwarzes Loch irgendwie gemacht, ne, schwarzes Loch oder ein Portal gemacht. Und dann hat die irgendeine Lebensform übernommen und so ein Scheiß. Das. Das. Und. Das. Danke für die Credits, Bitch. Wo muss ich hin, Rose? Etwas überfragt? Habe ich gerade irgendeinen Gang übersehen? Sie sind gekommen? Vom Himmel? Nee, der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wer sind sie? Was war ihr Rang auf der Gernsback? Ich kann nicht denken. Der Anführer denkt für uns und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung kommen wird. Pech. Umlegen! Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Feindbeschuss! Oh ja, okay, wir haben ein paar Fanatiker gefunden. Denken wir mal den Chef. Oh, shit. Halt. Oh, bitte. Let him fly. Ganz schön fies, was? Ah, das ist geil, richtig geil. Kurze, präzise Salven, Jungs. Kurze, präzise Salven auf ihre Köpfe. So ist es, dein Kopf brennt. Wilde Jäger, ja, die sind wild. Noch zwei. Der Doktor liegt hier einfach rum. Wie so ein Sack. Boah, let him fly. Oh. Zwischen die Augen. So ist es.
Genau zwischen. Schlimmer als neuraler Verfall. Vermute er geistige Instabilität. Leute, lebt wieder. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Leute. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Jetzt stimmt was nicht. Ausgeschlachteter Mech. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Cool. Ausgeschlachteter Mech. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Boah, ich wollte jetzt wegschmeißen. Antworten. Okay, wir gehen mal hin. Wenn die auf uns schießen, dann raggen wir die halt. What's up? Bitches? Eindeutig friedlich. Trotzdem die gleichen Uniformreste wie die, die uns angegriffen haben. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Vorherige Frau sagte, Jäger wären verstoßen worden. War der Grund dafür ihr Verhalten oder ihr Geschlecht? Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Mit Worten können Sie wirklich umgehen. Sie haben sie gehört. Ich habe sein Gesicht. Mein Vater hat die Crew dazu gezwungen, giftige Nahrung zu essen. Er hat ein Graus... Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie Maul. Werden uns hier festhalten. Ich bin König Shepard. Ich regiere über die Galaxie. Und über deinen Kopf. Ihr Captain verlangt Gehör. Waffen sind verboten. Hab ich mich erschreckt, Alter. Meine Fresse. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. What the fuck? Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Wieso gucken wir uns einen Stein an? Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Mechs auf sie gehetzt. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert. Und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Es sieht so aus, als habe er den Sender nur deshalb aktiviert, weil die Männer zurückkamen und bereit zum Kampf waren. Er hat das alles zugelassen. Und jetzt fällt es auf ihn zurück. 9 Jahre. Warum hat er es nicht rückgängig gemacht? Ich muss diesen Mann finden. Ja, also die Erklärung ist doch ganz einfach. Der hat sich hier einen Harem gebaut. Und der ist jetzt der übelste Pascha. Und deswegen sind hier so viele Bitches. Bitte, warten Sie. Sie haben seine Maschinen bekämpft. Sie haben sein Gesicht. Aber Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Das hatten wir doch schon mal. Denken Sie in Ruhe. Und... So, halten wir mal wieder kein Ding für uns. Oh shit.
Ping. Das war süß. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen. Er will seinen Arsch retten. Presse jetzt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge checken wir weiter diese Amazoninsel ab hier. Und haut rein und bis zum nächsten Mal.